Und hier ist auch noch eine. Okay, wir brauchen Trinken, wir brauchen Trinken. Wir müssen zurück zur Base, Freunde. Ich glaube, wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben ein bisschen Haut wahrscheinlich. Aber wir brauchen Trinken. Trinken und Essen. Und komischerweise sind die Tag-Nacht... Ich habe es ja schon mal gesagt, die Tag-Nacht-Zyklen, die sind hier wirklich eine Katastrophe. Ich bilde mir ein, die Nacht ist wesentlich länger als der Tag. Oh, wir müssen AP 8. Okay, wir müssen cool, um runterzutauchen. Damit wir ein bisschen Wasser bekommen. Und danach gehen wir uns gleich wieder ans Essen machen. Okay, unser Trinken ist gleich wieder voll. Er ist sehr unorthodox zu trinken, ne? Okay, wir sind aber wieder voll. Wir gehen jetzt gleich... Scheiße, wir bräuchten ein Campfire. Unser Campfire ist weg. Haben wir genug Materialien, um das Campfire zu bauen? Craftable Campfire. Okay, wir haben Campfire gecraftet. Wir machen das auch gleich. Unser Inventar schon wieder mega voll. Es ist schon wieder irgendwo hier unten, glaube ich. Oder irgendwo in den Boden reingepackt. Ne, hier unten ist es. Okay, wie dem auch sei. Freunde, wir müssen ein bisschen was kochen. Wir müssen unbedingt was kochen. Craftable. Quick Lime. Can be used to create glass, cement or another material. Das ist not bad. Ah, hier haben wir doch diesen Schuss. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Und dann gehen wir hier gleich das Fleisch machen. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Wir heben es aber gleich auf. Okay, mehr brauchen wir im Moment nicht. Freunde, wir müssen kurz irgendwas wegdroppen, was wir vielleicht jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich droppe jetzt hier mal was Großes weg, wie hier das Messer. Und heb mir dafür hier den anderen Krempel auf. Und dann kann ich das schnell essen. Dann sollten wir wieder fit sein. Oder hoffe ich zumindest. Wir brauchen Bandagen. Freunde, wir sind immer noch nicht voll am Essen. Unser Essen ist gleich wieder komplett voll, Freunde. Das vergammelt auch, das Essen, habe ich gesehen. Dann wäre es vielleicht echt immer ein bisschen sinnvoller, wenn wir das immer gleich essen würden. Okay, Freunde. Es sieht nicht gut aus. Wir bräuchten ein höheres Level, um unsere Iron Base zu bauen. Wir hätten unser Eisen, wir hätten unser Holz, wir bräuchten aber nur noch Zement. Ich habe schon gesehen, wir haben irgendwelche Gegenstände, um Zement zu machen. Aber wir können es noch nicht machen, weil wir noch nicht schlau genug sind. Okay, und das ist unsere Steinachse schon wieder kaputt. Ich guck mal kurz ins Inventar. Können wir schon... Wir haben wieder Skill Points bekommen, Freunde. Und wir bekommen gleich schon wieder welche. Was bräuchten wir denn? Wir können das aber nicht machen und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Hier steht 3 Punkte. Brauchen wir jetzt 3 Punkte, um es zu leveln oder sind wir auf 3, sind wir auf Level 3? Wir sind bei Level 3. Ich würde es ungern jetzt verbraten, die letzten 4 Punkte, denn wir sind knapp an Level 11. Und ich denke mal, da sollten wir auf jeden Fall... Scheiße, sag bloß, wir haben schon wieder keine... Warum können wir denn keine Axt und so machen? Uns fehlt Fiber. Scheiße. Wir brauchen unbedingt Fiber. Eine ganze Menge. Auch für Bandagen. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Wir nehmen mal die 3. Vielleicht geht es mit dem Messer ein bisschen schneller oder ein bisschen effektiver. Fiber. Die gehen wir auch mal abfarmen. Sehr schön. Wir gehen das alles hier mitnehmen. Ach komm schon, Freunde, ich krieg nur Twigs oder diese Sweet Stalk und ich weiß gar nicht, was das ist. Mein Knife ist nearly broken.
Und ich denke, es wird gleich kaputt sein. Ich weiß nicht, ob das Messer effektiver ist. Aber ich glaube fast nicht irgendwie. Weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Er tut sich wirklich weh beim Pflücken. Aber wir kriegen wieder nur Scheiße. Twigs, ich weiß gar nicht. Diese Twigs ist, glaube ich, nur um das Feuer anzumachen. Also bis jetzt habe ich noch keine andere Verwendung dafür gefunden, ne? Und gerade das wertvolle Fiber, das, wo wir so oft brauchen, das kriegt man hier so selten, ne? Oder so wenig davon. Twigs, 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 das brauchen wir alles nicht. Wenn ich in mein Inventar schaue, habe ich bestimmt schon 10 Millionen von diesen Twigs. Ein Fiber aus einer Pflanze, Freunde. Das ist zwei Fiber aus einer Pflanze. Drei. Wir bräuchten ja unbedingt diese... Ja, Moment mal, wenn wir gerade hier sind. Wollen wir das dann auch... Unsere Hacke ist auch kaputt. Unser Messer ist kaputt. Unsere Pickaxe ist kaputt. Ah, okay. Unsere Pickaxe, die ist wichtig. Unser Knife machen wir jetzt auch mal. Und unser Inventar ist schon wieder voll. Das ist wundervoll. Das mit dem Inventar, das, da haben sie sich wirklich nicht. Ich weiß nicht, für was ich diese Batterie brauche. For electric creation. Freunde, ich schmeiß es raus. Ich weiß es nicht. Source of energy. Jetzt habe ich das Problem. Jetzt habe ich zwar das Messer dann hier. Jetzt haben wir unser Messer wieder. Aber wir bräuchten hier noch den Platz für unsere Pickaxe. Was denn das? Können wir das essen? Was ist das? Zuckerähnliche Substanz zu machen, das brauchen wir nicht. Moment mal. Wenn wir die Batterie hier hochnehmen, das hier. Hier haben wir auch noch Beeren. Mal schauen, wie voll... Ah, die geben jetzt nicht wirklich viel. Okay, das sind sie auch schon wieder voll. Ammunition, wir hätten Flint eine ganze Menge. Wenn ich jetzt wüsste, was jetzt hier... Ich weiß nicht, ob wir das brauchen für die, vielleicht für die Rüstung. Die Blume schmeißen wir raus. Might be usable as... Was? This Hearthstone might be usable as a mortar. Also als ein Mörser. To Quicklime. Ich weiß gar nicht, was Quicklime ist. Ist das... Scheiße, was ist denn jetzt meine Hacke? Was haben wir jetzt aufgehoben? Wieder diese blöden Blätter. Das brauchen wir. Nee, scheiße, wir wollen gar nichts aufheben. Wir wollen hier nur craften. Wir brauchen nämlich eine Pickaxe. Die gehen wir auch auf die Schnelle craften. Und da ist sie schon wieder. Sehr schön. Es wird Tag. Wundervoll. Es wird Tag. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt kann ich vielleicht hier noch ein paar XP farmen. In der Hoffnung, dass wir relativ schnell auf Level 11 kommen. Wie schaut's denn aus? Oh, wir sind schon Level 11. Kriegen wir noch einen Punkt voll? Komm schon, gib mir noch einen Punkt. Ich brauche nur noch diesen Zement. Scheiße. Er gibt ihn uns nicht. Ah, das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Oh, wir überhitzen, ne? Komischerweise. Dann gehen wir einfach noch ein bisschen Fiber holen. Den brauchen wir nämlich sowieso grundsätzlich für Bandagen und alles Mögliche. Sehr schön. An diesen Dinger, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Und ich glaube, mit dem Messer geht es wirklich bedeutend schneller. Kann mich jetzt auch täuschen. Aber ich bilde mir ein, es geht wirklich schneller. Haben wir das Messer? Oh nee, aber es hat wunderbar funktioniert. Das machen wir einfach so weiter. Wir haben keinen Platz, um es auszurüsten. Ich bilde mir ein, wir hatten es schon ausgerüstet. Ah, komm schon. Hier noch ein bisschen was. Lesbian Fruit! Oder Aspen Fruit. Ah, wir sind gleich wieder außer Puste. Endurance bräuchte man auch auf jeden Fall ein bisschen mehr.
Ich weiß, ihr wünscht euch bestimmt, dass wir die Welt so ein bisschen vielleicht erkunden, ne? Was denn jetzt, was war denn das? Das jetzt hier. Wir bräuchten mehr Skin, mehr Lurker-Skin und so ein Zeugs. Dann können wir uns auch diese krasse Rüstung machen, glaube ich. Die wäre schon mal wahrscheinlich schon ein bisschen hilfreich. Ah, wir sind schon wieder außer Puste. Das gibt's doch nicht. Und es fängt schon wieder Schneien an. Also dies mit der Temperatur, das haben sie auch noch nicht so ganz hinbekommen. Wir sind zwar am Feuer, wir überhitzen am Feuer. Geht man 2 Meter weg vom Feuer, ist einem wieder mega kalt und man steht dort und man soll zum Feuer gehen. Diese blöden Bärchen hier, braucht kein Mensch eigentlich. Ja, wobei, die haben ja auch schon Arsch gerettet. Die Pflanze hier will ich noch. Die muss ich haben. Fiber, sehr schön. Okay, Freunde, wir haben, denke ich mal, wieder ein bisschen Fiber. Oh, wir sind echt am Überhitzen hier. Müssen wir ihn vielleicht ein bisschen runterkommen lassen, dass er vielleicht ein bisschen wieder runtergeht. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Wenn wir einfach ganz normal laufen, soll es doch auch funktionieren. Ne, tatsächlich, wir sind gerade echt am Überhitzen. Wir bräuchten Bandagen. Ich gehe mir kurz Bandagen machen. Oh, wir haben 77 Fiber. Das ist schon mal sehr gut. Und dann gehen wir uns nämlich gleich hier heilen. Sehr schön. Okay, und das sollte schon wieder voll sein. Wir bräuchten trinken. Können wir uns auch wieder diesen Drink vielleicht machen? Into Juice. Hier haben wir doch den Juice. Probieren wir es doch einfach mal. Schauen wir mal auf unser Trinken. Oh! Wundervoll, Freunde. Das ist sehr cool. Wir gehen nochmal L. Wir wollen mehr von diesen Juice. Dieser Juice, wie heißt der denn nochmal? Hier ist es. Das machen wir alles. Ah, schade, dass man keine Zahl eingeben kann, wie viel das wir wollen. Aber das ist doch besser, wie die ganze Zeit hier zum See oder Meer zu rennen. Außerdem können wir, glaube ich, gar nichts anderes mit den Zeugs hier machen. Außer diese Getränke. Wenn wir mal unterwegs sind, dann müssen wir, wie gesagt, eben nicht die ganze Zeit zum Wasser rennen und neu auffüllen oder einen Wasserbeutel machen, sondern pflückt man sich dann einfach so ein paar von diesen Juice hier. Und dann sollte es eigentlich klar gehen. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn davon? 18 Stück. Und da gehen wir auch noch einen Happen trinken. Okay, sehr schön. Ja, wir haben so viel Zeug, alles eigentlich, was wir brauchen, aber nichts gerade verwenden können. Das ist immer ein bisschen kacke. Sind wir schon Level 11, die Hälfte. Ich denke mal, wir müssen irgendwas craften. Ja, wir überhitzen schon wieder. Oder wir killen einfach noch ein paar Gegner. Wollen wir das vielleicht probieren? Das wäre vielleicht effektivere Methode. Ja, so ist es nicht ganz so buggy, hier in der Third Person. Aber ich finde solche Games in FPS ja wesentlich schöner, muss ich sagen, also in First Person. Haben wir ein paar Gegner hier? Sieht aber nicht gerade danach aus. Hier vorne haben wir was. Was denn das? Das sieht aus wie eine Schildkröte. Das ist ein Höllenhund. Oh, der ist 74. Oh, 74. Leute, unsere HP sind brutal eng. Holy shit. Da bräuchten wir schon fast ein größeres Gewehr. Da werden unsere ganzen Bandagen jetzt hier drauf gehen. Okay, wir haben Miet bekommen. Zweimal, glaube ich. Hier vorne ist doch auch noch was. Oder? Nee, das ist so ein Busch oder so ein Strauch. Haben wir noch irgendwo Gegner? Also ich muss sagen, bei Fleisch, da wird es
wirklich eng hier. Wir müssen aber nachladen. Hier hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Hier hinten ist aber noch ein Gegner. Den wollen wir uns holen. Oh, der ist auch Level 70. Oh nein, direkt! Scheiße! Freunde, das war jetzt echt bitter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Gegner stärker werden, um so ein höheres Level, das ihr habt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die sind alle schon Level 70. Das ist schon richtig krass hier. Ist aber nicht so schlimm, wir haben nichts verloren. Außer ein paar Schuss vielleicht. Ey, wo ist denn jetzt wieder unsere Hütte? Muss doch hier unten irgendwo am Wasser sein. Ah, hier ist er doch. Hatte ich doch den richtigen Riecher, dass wir hier vielleicht ein bisschen an den Spawn bauen, wo wir uns vielleicht gleich wiederfinden und unsere Hütte nicht so schnell verlieren. Ah, das war jetzt echt schade, schade, schade. Ach komm, es fehlt noch ein Happen. Es fehlt noch ein Happen. Wir bräuchten Zement. Wir hätten alle schon zusammen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den Zement bauen muss. Eventuell kann es sein, dass wir dann nochmal ein Level brauchen. Ne? Nur um die Teile für den Zement herzustellen. Wir gehen jagen. Hier hinten ist Gegner. Den holen wir uns. Hier sind ein paar Gegner. Hier hinten rechts war auch irgendwo noch zwei. Bleib hier, du dreckiger Höllenhund. Sehr schön. Ey, ich habe ihn gekillt, aber ich will ihn auch mitnehmen. Also nicht ihn, aber... Ah, hier, okay. Ah, Freunde, es gab doch auch dieses Skinning Knife. Und dieses... Oh, Scheiße! Oh, oh. Ah, Scheiße, Freunde. Den habe ich natürlich jetzt gar nicht gesehen. Aber jetzt bin ich drauf gekommen. Dieses Skinning Knife. Mit dem können wir doch rein theoretisch die Tiere häuten und bekommen mehr Haut. Das heißt, wir haben dann... Wir können uns dann ziemlich sicher neue Sachen craften. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher.